Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, ich habe hier schon mal die Sämaschine vorbereitet, zufällig. Jetzt müssen wir nur noch Gras einstellen und den Helfer reinsetzen. Ich hoffe, der macht jetzt bessere Arbeit als der andere Helfer. Lass uns den mal angucken. Ist das eine Frau? Nee, ist ein Mann. Tja, schreibt mal gerne einen Namen in die Kommentare, wie der Helfer hier heißen soll. Und Moment, ich möchte euch nochmal kurz was zeigen. Das ist nämlich richtig cool, finde ich. Achso, es geht gar nicht. Ja gut, das geht nicht, wenn ich da nicht selber drin sitze. Also ich sitze ja, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Moment, das wollte ich jetzt nicht. Den hier können wir jetzt erstmal wieder wegfahren und uns ein bisschen was um die Tiere jetzt kümmern. Denn die Tiere kommen immer näher und ich hoffe mal, dass es später alles klappen wird. Und den Anhänger stelle ich jetzt einfach mal so zwischen. Ich habe gesehen, in der letzten Folge hat zum Glück alles geklappt. So, einmal den dahingestellt. Und dann fahren wir mal zum Shop mit dem hier. Ja, also es war kein Ton verzogen und so weiter und so fort. Das finde ich schon mal sehr schön. Weil, wie gesagt, in der letzten Folge bei Euro Truck Simulator lief das ja nicht so ganz rund. Weil das sollte eigentlich Comeback geben. Aber dann habe ich aufgenommen, irgendwie 10 Folgen oder so. Also ich nehme ja eine Staffel auf. Und dann waren die alle für die Cuts, weil das nicht so gut geklappt hat. Und Moment, wir parken hier mal kurz ein. So. Ich hab schon wieder vergessen, was ich jetzt machen wollte. Könnt ihr mir wahrscheinlich auch nicht sagen, ne? Nee, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht, genau. Moment, ich möchte hier was kaufen. Da vorne. Geht doch. Einmal was kaufen, und zwar brauchen wir für die Tiere ja noch so einen Tiertransporter. Tiere. Dafür 24.000 kriegt man schon ein. Man kriegt natürlich auch einen teureren, aber das muss ja nicht sein. Und ich würde sagen, den kaufen wir mal. Ein Wasserfass haben wir auch noch nicht. Das müssen wir uns auch noch kaufen. So, wo haben wir unseren Dreck? Oh, da stand er gerade. Ich kann ja auch so. So, dann fahren wir mit dem Ganzen nicht mal zurück, dem Gespann. Und dann würde ich sagen, füllen wir erstmal das Wasserfass auf. So, und jetzt geht es hier zurückwärts Richtung Anhängerkupplung. Und jetzt geht es wieder vorwärts. Mensch, Mensch, Mensch. So, da vorne am Fluss ist natürlich eine gute Gelegenheit, wo man das machen kann. So, oh, der ist ja schon hier. Mal gucken, wie fahren wir da am besten ran. Natürlich, Allrad und Differentialsperre muss an, sonst kommen wir da nie wieder raus. So. Moment, 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 Moment. Und ich versuche jetzt da bergab zu lenken, in die Brücke rein. Oh, ich sehe doch jetzt schon, dass es nichts wird. Brems, brems, brems. Ja. Geht's immer noch nicht? Oh, jetzt aber. Stopp, 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 stopp. Jetzt dürfen wir auf keinen Fall die falsche Richtung fahren. Das könnte Konsequenzen haben sonst. So, komm schon, lad schneller. Ich möchte die Tiere abholen. Mal gucken, mit was wir anfangen. Und es gibt Gas. Oh yeah, das sieht doch richtig gut aus. Eieiei, da muss er aber schon ordentlich kämpfen. Wundert mich jetzt nicht, wenn ich ehrlich sein soll. So, einfach mal ohne gucken hier auf die Straße rauf. Läuft bei uns. Ja, ich werde auch wahrscheinlich bald ein Tutorial raushauen, wie man Cursplay installiert. Und runterlädt. Weil ich habe unter verschiedensten YouTubern gesehen, dass die Leute, die die Videos auch schauen, stopp, stopp, auch Fragen unter den Kommentaren, wie man Cursplay installiert. Es gibt zwar schon ganz viele Tutorials, ich habe bis jetzt nur zwei gefunden, die relativ vernünftig sind, auch mit Gerede. Ich habe ganz viele gefunden, wo nämlich nur Musik ist, wo die das zeigen oder wo die das ins WordPad schreiben oder wenn die das auch mal machen. Das finde ich nämlich jetzt nicht so informativ, die Videos dann.
Ah, brems, brems. So. Und ich finde jedes Mal jetzt den Wassertrigger, das ist doch mal hier... Das verdient man Orden. Ich verwechsel den sonst immer mit dem Gras oder Futtertrigger. So, jetzt kommt die Härteprobe hier mit den Schweinen. Von der anderen Seite kommen wir jetzt mal. Aber das müsste doch der hier sein, oder? Oh yeah, das verdient einen Orden, hundertprozentig. So, das ganze Geschütz hier können wir dann mal wieder wegfahren und dann gleich aufladen. Hier kommen dann nachher die Schweine. Ah ne, hier kommt das Stroh hin, genau. Die Seemaschine denkt sich auch nichts dabei. Moment. Der hat sich irgendwie entlassen. Ey, was ist mit dem Helfer los? Warum backt er hier so rum? Ich habe keine Ahnung. Guck dir das Mann, der bleibt einfach stehen, der Kollege hier. So. Das ganze Ding fahre ich jetzt erstmal unter den Unterstand und ich habe eine Idee bekommen. Moment, die zeige ich euch gleich. Ich fahre nur kurz hin, dass es nämlich leicht ist zu platzieren. Moment, Moment, Moment. Hab's gleich. So, und jetzt unter platzierbare Objekte. Und dann unter... Es gibt hier so eine... Die hier ist es, genau. Wobei, können wir auch eigentlich auch die große nehmen, oder? Ich würde sagen, wir nehmen die kleine, ja. Die müsste reichen. Und dann drehen wir die. Mit Q und E kann man das drehen. Rotieren, wie es hier steht. So. Und die platzieren wir mal nicht da. Ja, jetzt stehen wir hier im Weg. Super. Doch, dann platzieren wir die halt doch hier. Zack, einmal platziert. Und jetzt passt auf. Oh, die steht ja richtig gut. Hätte ich jetzt nicht erwartet mit meiner Leistung hier vom Platzieren. Moment. Jetzt, hauptsache ich fahre da mit dem Track hin, anstatt hinzugehen, ne? Jetzt können wir hier nämlich die einzelnen Sachen lagern, die hier zum Beispiel für die Kühe gebraucht werden. Und die ganzen Lagerhallen können wir dann auch noch bei den anderen Tieren machen. Sprich, die Schweine und Schafe kriegen dann eventuell auch noch so eine Lagerhalle. Und hier einmal reingefahren. Dann können wir nämlich dieses Ablageteil hier für die Tiere nehmen. Sprich Wasserfass, Free-Transporter, eventuell auch diesen Heustreuer, wobei den brauchen wir, glaube ich, nur bei den Kühen, ne? Ich weiß noch gar nicht, welche Tiere wir nehmen. Ich würde sagen, wir fangen mit Schafen an. Wobei Kühe sind eigentlich auch ganz geil, aber wir haben noch nicht so richtig die Möglichkeit, Silage zu machen. Das ist ein bisschen doof. So als Beweis, dass ich hier auch blinke, ne? Nochmal Außenperspektive. Ja, das ist wirklich ein bisschen doof. So. Ich glaube, wir fangen wirklich mit den Schafen. Oder vielleicht mit den Schweinen. Naja, mit den Schafen. Weil die Schafe sind eigentlich eine ganz gute Sache so. Die brauchen nämlich nur Gras und Wasser. Und das ist ja relativ einfach dann zu pflegen. Hier nehmen wir mal kurz die 3 Goldnuggets mit. So, einmal aussteigen. Da vorne liegt einer. Da vorne liegt der nächste. So, und dann nehmen wir den hier nochmal mit. Der liegt da vorne. Und dann können wir uns auch mal eins von den beiden Feldern hier kaufen. Da mache ich vielleicht eventuell noch mal ein paar Missionen dann drauf. Und der fährt noch sehr schön. Ah, schon wieder vorbei. Hey, wo war denn der jetzt? Da. Naja, vielleicht sollte ich erstmal gucken, wo die Tiere ausgegeben werden, ne? Ich bin ja so aufgeregt. Wo werden die Tiere denn wohl ausgegeben? Da, ne? Viehhändler, genau. Das heißt, wir müssen zum Feld 30 gegenüber von der Scheune und dann einfach hoch. Bei Mary's Farm ist das. Gut zu wissen. Eieiei. Oh, Mann, Mann, Mann. So, dann fahren wir da mal hin kurz. Einmal hingerutscht und dann geht's los mit den Tieren. Ich würde sagen, die kaufen wir in der nächsten Folge und in dieser Folge können wir eventuell noch das Wasserfass auffüllen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Und wir sollten uns auch auf jeden Fall mal einen Kercher zulegen. Weil, guckt euch das mal an, das ist doch kein Zustand für die ganzen Maschinen hier. So. Können wir mal ein bisschen in der... Oh, jetzt blinke ich hier. Auch noch ein bisschen in der Außenperspektive fahren. Da sieht man nämlich noch ein Stückchen mehr von der Natur. Und ich habe es jetzt so ein bisschen in den Griff bekommen mit den FPS. Oh, ich habe euch das mal oben links natürlich mit Absicht eingeblendet. Ich bin immer im Ernst, ich habe es vergessen auszumachen. Aber ich glaube, das stört euch nicht, oder? Dann könnt ihr auch mal gucken. Vielleicht wisst ihr auch eine Lösung, warum ich manchmal so FPS-Einbrüche habe. Das könnt ihr dann
Ach so, ich bin falsch gefahren. Ja, gut, dann fahren wir halt da hinten in den Weg hoch. Das könnt ihr mir gerne mal, ganz ehrlich, könnt ihr mir so gerne mal in die Kommentare schreiben. So. Ja, dann könnt ihr mir auch nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Website findet. Ich bin noch dabei, ein Forum einzurichten. Das kriege ich auch noch momentan noch nicht so ganz hin. Da muss ich mir das Ganze alles nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen. Und da ist ein Goldnugget. Wahrscheinlich parke ich jetzt genau drauf, ne? Na, ging noch. Das können wir schon mal mitnehmen auf dem Weg. 28 Stück haben wir an der Zahl jetzt. Am Mann meine ich natürlich. Und das ist natürlich auch nicht gerade wenig. Also wir haben schon mehr als ein Viertel. So, und da liegt das nächste. So, und jetzt geht es weiter zum Viehhändler. Und wie schon gesagt, ich würde sagen, die Tiere kaufen wir in der nächsten Folge. Den Hänger können wir dann ja auch da hinstellen. Also hier. So. Einmal den Motor ausschalten. Und dann geht es hier weiter. Ich weiß gar nicht, haben wir momentan jetzt schon ein Feld, welches reif ist? Achso, und ich habe hier noch ganz viele andere jetzt drauf. Ich habe hier noch Hafer. Achso, und Roggen. Ja gut. Ist jetzt nicht so viel. Im Wachstum, im Wachstum, im Wachstum. Abgeerntet. Da müsste jetzt eigentlich Gras drauf sein, ne? Genau. Ja, die sind alle noch im Wachstum hier. Akzeptiere ich jetzt einfach mal so. Dann, wo haben wir den Trecker? Ich glaube, achso, den hatten wir dafür genommen, ne? Dann würde ich sagen, machen wir den mal frei. Wo stellen wir das am besten mal hin, das Mähwerk? So, einmal das hier. Und einmal das hier. Zack. Und einmal rausgerutscht hier. So, das ist der Lindner, ne? Mensch, Lindner bin ich noch gar nicht gefahren, außer hier im Projekt. Oha. Was wollte ich jetzt machen? Das ist eine gute Frage. Das Wasserfass auffüllen, genau. So, aber so wie es aussieht, machen wir es wohl auch in der nächsten Folge schon. Also erst. So. Einmal hier rückwärts, so ein Bip-Bip-Ton wie beim LKW hier noch ganz hilfreich. Dann sind nämlich alle Tiere gewarnt und alle Mitbürger, dass ich rückwärts fahre. Ist vielleicht besser. Ich weiß nicht, ich hoffe mal, der hat auch so viel PS wie der andere. Müsste aber eigentlich. Mach schon mal Allrad, Differentialsperre und was war das andere noch? Hab ich vergessen, was das andere ist. Naja. Schreibt ihr mir bestimmt in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr mich weiterempfiehlt, wenn ihr mir dabei helft zu wachsen auf YouTube irgendwie. Mal schauen. Und es würde mich auch freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Ja, Themenvorschläge wären gar nicht schlecht. Ah. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Können wir schon auffüllen? Ah, dann machen wir das erstmal. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, wir spielen den Landwirtschaftssimulator 2017 Bio.